Cool. Rang 9 Kampf. Ich komme. Bisschen komisch, aber ich komme. Es sieht ein bisschen unelegant aus, aber ich bin auf dem Weg. Simulant. Ich habe den überhaupt nicht berührt. Noch nicht ganz. Aber irgendwo hier gleich, oder? Ah, warte mal, müssen wir da hoch vielleicht? Oh. Ich kenne mich nicht mehr aus. Ich weiß nicht genau, ob das was bringt, diese Collectibles zu sammeln, aber wenn ich welche sehe, nehme ich sie schon mal mit, oder? Das sieht richtig aus hier. Ah ja. Da sind wir. Parken wir schön. Komm. Die Parkplätze sind sehr schmal. Die sind schon genau für sein Motorrad gemacht. Mit dem Auto wird's eng. Naja, ist er auch ein Riesenmotorrad. Kann schon sein. Dr. Peace. Yeah, der erste richtige Boss. Ich meine, der erste gehört schon noch dazu, aber nur so semi. Jo. Oh, Tombstone! Das war der Finisher vom Undertaker. Der Tombstone Pile Driver. Double Handle Suplex. You messing with me? Ah, schade. Das wäre gut gewesen. Das ist der One-Hit-Kill-Move. Mit dem trifft man nie. Der ist absolut nutzlos. Wahrscheinlich gibt es Speedrunner, die spielen das ganze Spiel nur damit durch, aber ich glaube, Casual trifft man da kaum einen Gegner. Also keinen, wo sich's lohnen würde. Meine Güte, geht ihr mir auf die Nerven? Der eine hängt in der Kickschleife fest irgendwie. Mein Gott. Komm schon, ich will den Wrestling moven. Der wird einfach nicht benommen. Jetzt haben wir ihn. Moment mal, bin ich von hier gekommen? Wirklich? Ja, ja, doch, doch. Ich erkenne es wieder. Ist gut. Bring it on. Das kommt immer im falschen Moment. Es ist so schlimm. Da kann man coole Sachen machen, wenn wirklich viel Gegner da sind. Aber immer. Immer. Aber da kann ich mich dran erinnern, das war früher irgendwie auch schon so. Immer, wenn gerade alle tot sind, kriegt man seinen Super-Move. Seinen Super-Saiyajin-Mode.
Oh. Ah, Mist, ich muss echt besser aufpassen. Ich muss die richtige Taste drücken. Ah, verdrückt. Muss ich noch ein bisschen üben. Aber grundsätzlich cool. Na, mach deinen Finisher. Drück die richtige Taste, ich bin mir ganz sicher. Gemeinheit. Blueberry Cheese Brownie. Auch nicht schlecht, aber brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Triff den Ball. Steuerung. Drücke A oder X, um den Ball. Okay. Das Timing beeinflusst die Geschwindigkeit des Balls. Ja, okay. Strike 1, glaube ich. Das war nicht so gut. Nächster. Oh, nee. Das war nicht gut. Das Spiel ist einfach genial. Das macht immer noch super viel Spaß. Das ist echt witzig. Ich habe befürchtet, dass das vielleicht irgendwie schlecht gealtert ist, aber es ist immer noch einfach echt witzig. Aber ich muss jetzt, glaube ich, warten, bis mein Supermodus vorbei ist, bevor ich die Kiste öffnen kann. Ich finde es auch schön, dass die Special-Leiste als Tiger symbolisiert wird. Ich weiß gar nicht genau, was ich jetzt für einen Modus habe, irgendwie. Ich glaube, die Gegner waren ein bisschen in Zeitlupe, oder? Aber sonst war eigentlich nichts.
die Nostalgiebrille spielt bestimmt mit, aber auch die Style-Brille, weil er einfach so ein abgedrehter, bescheuerter Style ist. Und der wird nicht alt. Ich meine, die Animationen sind nicht mehr schön und alles ist ein bisschen klobig und umständlich, aber es ist einfach ein verdammt irre, stylisches, witziges Spiel. Okay, ich brauche nicht noch ein Tutorial. Gut. Wow! Jetzt aber. Oh. Okay, Konzentration. Na, immerhin. Immerhin. Nein, ich wollte ihn so gern Wrestling moven. Vor allem steckt das Spiel wirklich voller cooler Ideen. Das kommt aber erst noch. Oh, Laserschwertgegner, die Minibosse im Spiel. Aber erst brauchen wir unseren Schatz hier natürlich. Den lassen wir nicht liegen. Ich freue mich schon auf Batgirl, aber das dauert noch ein bisschen. Aber der dritte Boss ist dann, ab dem dritten Boss, also dem nächsten dann, geht das Spiel so richtig los ein bisschen. Sweet. Okay, orientieren. Nach diesen kleinen Mini-Cutscenes, die einem zeigen, wo es lang geht, ist es teilweise echt schwer, sich neu zu orientieren, weil manchmal guckt Travis dann in eine ganz andere Richtung plötzlich. Mit was hat er gerade mein Schwert geblockt? Triple Kill. Ach so, nee, warte, die sind gar nicht tot. Travis, hör auf mit deiner Combo. Genau. Yes. Uh-oh. Der Sith Lord Club ist da. Nein, ich muss raus hier. Ich muss raus hier, mein Schwert ist gleich leer. Autsch. Oh yeah. Doppel-Jedi-Kill. Sehr schön. Das schafft nicht mal Boba Fett. Oh.
Ja, ja, das lädt doch Schüttel wieder auf und das ist ja gerade der Gag quasi bei der Wii-Steuerung früher. Weil da hat man den Controller halt dann so gehalten und musste den so wieder aufladen. Tja. Oh, der Anruf vor dem Bosskampf. Die Ruhe vor dem Sturm. Travis, hallo? The moment you step onto the field, the fight begins. If you win, you will be ranked 9th. If you lose, well, there's no need to go into that. Need to pop a breath mint? Hit the restroom? Brush your teeth? When you are ready, step inside. To be honest, your chances of survival are slim. But trust your force. And head for the Garden of Madness. Okay. Ich freue mich auch schon so auf den zweiten Teil. Aber trotzdem auch auf den ersten. Ich freue mich auf den dritten auch. Neuer Wrestling Move. Von unserem alten Meister. Travis, du hast Fortschritte gemacht. Ich habe mal einen Podcast gehört. Wirklich? Ja, genau. Nee, doch. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, dass du deine... Na, du kommst schon langsam wieder in Schwung, so quasi. Erinnerst du dich an deinen zweiten Suplex? Eine furchterregende Reise zum Mond. Den Reverse Armsault. Cool. Wir erinnern uns an unseren alten Professional Wrestling Move. Aber jetzt gehen wir erstmal speichern. No More Heroes Poster im Hintergrund. Das ist so Meta. Nein, nicht nochmal speichern. So. Dr. Wie heißt er gleich nochmal? Dr. Doom. Nee, Dr. Peace. Thank you. Mighty kind. Mighty kind of you. Nice set of pipes you got there, old man. It has always been my dream to perform in a stadium such as this. A gentleman from the association told me I could have any stage I wanted today. Now how could I refuse such a kind offer? Courtesy of me and my entry fee, no doubt. My ex-wife called me the other day and I met my daughter for the first time in 10 years. We dined at a fancy restaurant, one of those that are impossible to get a reservation for. And then afterwards, karaoke. Who got you the reservation? The association took care of it, of course. Fuck. My entry fee. What's important is not the fact the reservations are hard to get. In fact, no one gets reservations. The words reservations only apply only to those outside of the circle. It's getting into that circle that matters. And the food, good? Unfortunately, the atmosphere was a facade. Not once did my own daughter look me in the eye. Oh, the food tasted like blood.
You're a junkie for blood, old man. Sadly, I can't disagree. There's only one way to live. People like us, we're sharks attracted to blood. You smelled blood too, didn't you? Isn't that why you're here? You got it, old man. And for some reason, I feel this sense of euphoria. Don't die on me too quickly. I want to gorge myself on this sense of fulfillment till I vomit. Man, this is what I live for. Fighting your own kind. Nothing's more gratifying. See you on the other side. Okay, ich muss rausfinden, wie ich an den Rand komme. Ich weiß es nicht mehr. Irgendwas mache ich falsch, auf jeden Fall. Oder ich kann ihm nichts tun, wenn er sich auflädt. Oh Mist, ganz schlecht. Ja. Nein, schnell! Ja, gut, Gott sei Dank. Ha 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 ha
Damit habe ich nicht gerechnet. Don't kid yourself. Playtime is over. Oh, damn it. Ich dachte, ich muss warten, bis er reagiert, aber scheinbar nicht. Und jetzt bin ich tot. Return to the dog race. Hätte früher drücken müssen, glaube ich. Muss ich den Kabel nochmal von vorne machen? Oh, come on, wirklich? Aber jetzt weiß ich ja, wie es geht. Jetzt dürft's schneller gehen. Keine Ahnung. Nein! Oh gut. Das macht nämlich viel Schaden. Das sollte man nicht verpassen. Der erinnert mich ein bisschen an Revolver Ocelot, aber wahrscheinlich nur wegen seinen Revolvern. Na. Ja, da hinten ist unser Abdruck noch aus der Cutscene. Find ich lustig. Okay, jetzt aber. LLZ. Okay. Konzentration. Nicht, dass da noch Quicktime-Events kommen. Ich glaube, das war's. Next song I sing, I know my daughter will love. Won't you, darling? Better practice my rap. Rap with me, Jennifer. It's open mic night in hell, old man. Sing all you want down there.
maximale Vitalität erhöht. Das ist so ein bisschen auch wie Zelda. Das ist, ich werte das mal als Zelda-Referenz, dass man nach jedem Kampf ein Herz kriegt und dann kriegt man mehr Lebensenergie. Ja, das ist natürlich Zelda. Nach jedem Boss ein Herzcontainer. Okay, wir sind fertig hier. Congratulations. You are now ranked number 9. What you expect? Wait a minute. Are you getting a little sentimental? Still green, aren't you? You know this is only the beginning. Call me when the next one's arranged. Game set! Oh yeah. Ich finde, in dieser Rangliste hätten sie ruhig die Namen wenigstens von den Top 10 schon reinschreiben können. Aber gut, Dr. Peace besiegt. Ja, wegen Geld und Sex. Das ist die Motivation für Travis Touchdown. Ein wahrer Held. Hi zu alt für. Wie geht's? Speichern. Jetzt haben wir wahrscheinlich den Klamottenshop freigeschaltet, oder? Bin ich mir nicht sicher. Müssen wir mal schauen.